Fast auf den Tag genau vor 10 Jahren sagte Steve Jobs One More Thing und stellte das erste Smartphone vor. Heute ist es aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Aber wussten Sie, dass alleine in Deutschland 21.000 Tonnen Gold in Smartphones verbaut sind? Ja, noch mehr kuriose Fakten rund um unseren treuesten Alltagsbegleiter jetzt im Galileo Speedwissen. Viel Spaß. Nur einen Moment ist man unachtsam. Der Blick ist starr auf das Smartphone gerichtet. Der Bahnsteig ist überfüllt. Jeder drängt zur Tür. Und zack, das Handy ist weg. Alle 20 Minuten wird hierzulande ein Handy gestohlen. Insgesamt sind in Deutschland sage und schreibe 14 Millionen Handys dem Besitzer abhanden gekommen. Ärgerlich, das Smartphone war nicht günstig. Im Schnitt geben wir 384 Euro für das Gerät aus. So macht die Industrie einen Jahresumsatz von 9,1 Milliarden Euro. Dieser Dieb wird sich das Geld anscheinend sparen. Er gehört jetzt zu den 46 Millionen Deutschen, die ein Smartphone haben. Und wir benutzen es gern. 214 Mal am Tag nehmen wir es in die Hand. Rechnet man die Zeit zusammen, verbringen wir 22 Stunden, fast einen ganzen Tag pro Woche am Smartphone. Doch was ist mit unserer bestohlenen Smartphone-Besitzerin Linda? Sie bittet einen Passanten um Hilfe. Vielleicht gibt es unter den 1,5 Millionen Apps auf dem Markt auch eine, die ihr Handy finden kann. Sie beauftragt einen Sicherheitsdienst, der den Handy-Dieb schnappen soll. Solange man seine Ortungsdienste im Smartphone eingestellt hat, ist es für jeden möglich, den Standort des geklauten Geräts herauszufinden. Der Sicherheitsmann nimmt die Verfolgung des Diebs auf. Zum Glück ist Lindas Handy nicht so viel wert wie das teuerste Smartphone der Welt. Das kostet nämlich 13 Millionen Euro, ist aus echtem Gold und mit Diamanten besetzt. Wer sich das Handy leisten kann, interessiert sich bestimmt auch für die teuerste App. Die kostet knapp 1.000 Euro und man bekommt dafür quasi einen elektronischen Butler-Service. Doch wo ist Lindas Handy jetzt? Der Dieb gibt sich alle Mühe, damit so schnell wie möglich zu fliehen. Bei seiner Flucht sollte er jetzt wirklich die Beine in die Hand nehmen und die Augen nach den Verfolgern offen halten. Jugendliche müssen nicht immer alles in ihrem direkten Blickfeld haben. Denn 42% von ihnen können sogar blind tippen. Ihre Hände haben sich schon so sehr an das Gerät gewöhnt, dass sie fast automatisch tippen. Für sie ist eine Welt ohne Smartphone unvorstellbar. Deshalb würden 60% von ihnen sogar eher auf Sex als auf ihr Telefon verzichten. Die Benutzung des Handys kann aber auch ganz schön fies enden. Schon 3 Millionen Menschen haben per SMS Schluss gemacht. Das Telefon kann auch Eifersucht schüren. 40% fühlen sich durch das Smartphone ihres Partners vernachlässigt. Doch wo ist unser Dieb abgeblieben? Lindas beauftragter Detektiv hat ihn entdeckt und ist ihm dicht auf den Fersen. Das Smartphone haben wir wirklich immer bei uns. 3/4 der Nutzer begleitet es sogar mit auf das stille Örtchen. Und das kann fatal enden. Jeder 5. hat sein Handy schon im Klo versenkt. Dabei haben weltweit mehr Menschen ein Smartphone als eine eigene Toilette. Ganz knapp entwischt. Zerknirscht tippt der Detektiv, dass der Täter weiter auf der Flucht ist. Dieses dauernde Tippen von SMS kann gefährlich sein. Patienten leiden dann unter einer Sehnenscheidenentzündung der Daumen, der medizinisch anerkannten Krankheit WhatsAppitis. Linda hat ihren Helfer gefunden. Gemeinsam nehmen sie die Verfolgung auf. Bei dieser riskanten Jagd kann man sich kaum vorstellen, dass uns auch das Smartphone in Todesgefahr bringen kann. Der Versuch, das schönste Selfie zu schießen, ist manchmal lebensgefährlich. Was?
Laut einer Studie sind im letzten Jahr mehr Menschen beim Versuch, ein gutes Selfie zu schießen, gestorben, als durch einen Haiangriff. Diese gute Tat wird dem Flüchtigen später noch helfen. Für einen Flirt mit seiner neuen Bekanntschaft bleibt jetzt nur leider keine Zeit. Dank der Möglichkeit, sein Handy orten zu lassen, haben Linda und ihr Begleiter den Täter aufgespürt. Doch stoppen können sie ihn nicht. Jetzt hilft nur noch Glück. Mit diesem Klingeln starten 58% der Smartphone-Besitzer in den Tag. Mit dem Wecker klingeln. Blöd gelaufen für den Dieb. Aber Linda hat endlich ihr Handy zurück. Doch er bekommt Hilfe in letzter Sekunde. Die er vorhin spontan vor dem Sturz gerettet hat, verhilft ihm jetzt zur Flucht. Glück für ihn. Handy-Diebstahl wird normalerweise mindestens mit einer Geldstrafe geahndet.